Danke. Ja, grüße Gott. Ja, da tut mir aber schön was einbrocken. Wieso? Ein viel Spaß und gute Laune gebracht. Gut. Preis für das Lebenswerk? Ja. Sagt man, warum erst jetzt oder sagt man, das ist früh zu früh? Das wäre zu wienerisch. Ich hingegen spreche, ich freue mich. Jetzt. Ich sage, jetzt ist gerade gut. Also wenn ich mir es aussuchen hätte können, hätte ich gesagt, jetzt. Was bedeutet das für dich? Das ist eine Anerkennung aus der Branche, deren Teil ich bin und die ich sehr liebe. Irgendwie auch die Versammlung der Kolleginnen und Kollegen der Musik. Companeros y Companeras der Musiker. Und das macht die Wichtigkeit aus. Wo stehst du im Austropop? Stellst du diese Frage? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Naheliegenderweise stellst du sie mir, aber da muss man andere fragen. Du hast das letzte Mal gesagt, du bist in der nicht vorhandenen Hall of Fame des Austropop. Ist das jetzt der Amadeus? Ja, haben wir noch für andere Halls of Fame? Gegenfrage. Erstens wünsche ich mir, was ich kriege. Zweitens muss man zur Branche stehen. Und nur so kann man dann auch vielleicht einwirken, dass man gewisse Richtungen einschlägt, die Vorkehrung treffen für die jetzt noch gar nicht bekannten Kolleginnen und Kollegen, die gute Musik machen. Wenn man die empfängt mit Bühnen, mit einem neuen Publikum. Wir brauchen ein neues Publikum, das Live-Musik braucht. Und zwar nicht nur im Stadion, wo man wie die Wolle schauen geht, um 130 Eier, sondern wo man um 10 Euro eine Band sieht und Getränke auch noch dazu. Magst du das? Gehst du in die Clubs? Nein, ich bin zu alt. Aber ich will, dass das gibt und dass junge Menschen hingehen. Die haben auch nichts davon, wenn die 70-Jährigen dort runterkriegen. Die Jungen. Außer wenn es die Stones sind, oder? Bitte? Außer wenn es die Stones sind, ja. Ja, also, ich muss die Musik nicht kennen. Die ich kenne, ist mehrheitlich gut. Die Musiker, Musikerinnen heutzutage sind wahnsinnig gut ausgebildet. Und da fehlt eins: eine Öffentlichkeit, also sprich Bühnen, Auftrittsmöglichkeiten, und zweitens das Publikum. Die Gleichaltrigen, die noch nicht wissen, dass am schönsten ist, einer Liveband zu huchen. Ist jetzt dieser Preis für dich ein Ansporn, nach dem Klammkonzert im August noch weitere Folgen zu lassen als Ostbahnkurti? Der Ostbahnkurti hat jetzt im Garten einen größeren Umbau für die nächsten 3 Jahre. Und dann wird er sich umschauen, ob er noch lebt. Und wenn er lebt, wird er wieder spielen wollen. Aber jetzt muss er ein bisschen der Gartenarbeit sich widmen. Nach der Burg Klamm. Glaube ich, soweit kenne ich ihn, dass das so sein wird. Vielen Dank. Danke. Gerne. Danke sehr.